Hi ihr lieben Zuschauer, willkommen zurück zum kontroversesten Spiel auf Steam in letzter Zeit. Nämlich The Callisto Protocol. So. Ja, es läuft jetzt wieder einigermaßen. Es gab ein Patch wohl, also es ruckelt immer noch ein bisschen manchmal. Aber es ist ganz gut spielbar jetzt mittlerweile. Ich finde es ja immer schade, dass das so dann zerrissen wird, das Spiel. Nur weil es am Anfang Probleme macht. Aber ist ja das Ding auf PC zu entwickeln, glaube ich, ist gar nicht so einfach, denn es gibt so viele Systeme und so viele Komponenten, die man da beachten muss. Naja, ist halt schwierig, ne? Aber ihr seid ja cool und deswegen weiß ich, ihr liked schon am Anfang das Video. Darum vielen lieben Dank dafür. Und ihr wisst ja, was kommt. Hoffentlich gute Unterhaltung mit einem gewissen Metal-Faktor. Warte mal, ich wollte mal hier reingehen, genau. Da war der Aufzug, Schacht. Und da ging es nochmal runter. So, mal gucken, wo geht's denn hier noch hin? Ich weiß halt nicht, wo es weitergeht. Das ist immer so das Problem, ne? Es wird einem ja nicht angezeigt durch das Interface. Hui. Eieiei, hier ist wieder alles blutig. Ach du Scheiße, was ist für ein Glibber an der Wand? Dicke Kiste. Gehen wir von der anderen Seite ran, hoffentlich. Eigentlich will ich schleichen, ich will die ganzen Monster von hinten abstechen. Das macht so viel einfacher und ist so viel befriedigend. Wenn die Gegner hinterrücks absticht. Da geht's auch noch rein. Oh, die ganzen Leichenteile hier. Schon sehr sexy. Schon wieder rauf? Okay. Gib mir erstmal die Kiste. Na, alles ruhig so weiter. Und? Schön. Alter. Okay, das ist krass. Oh, natürlich. Oh! Noch einer, woher denn? Alter. Ja, stirb. Mistviecher. Dahin. Alter Schwede, ey. Ich hab noch zwei Heilungen, die hebe ich immer schön auf. Ja, das Kampfsystem ist halt anders als Dead Space, ne? Da kann man sich eigentlich nur auf seine Waffe verlassen. Und hier ist der Colt. Naja, nicht so geil, finde ich. Vielleicht, weil ich es jetzt schon ausgebaut habe, aber so. Aha. Ah, alles klar, jetzt bin ich wieder hier. Gut. Ja, da geht's jetzt weiter vorne. Hoffe ich doch.
Weil man in den Kommentaren sagte dir, Glaskästen kann ich wohl manchmal auch zerstören. Aber wo? Du nicht, ne? Da seht ihr, das läuft auf jeden Fall schicker jetzt. Bin ich der Meinung. Was ist das denn? Wo sind die beiden Jungs hin? Sind die mir nachgekommen vielleicht? Die waren doch gerade vorhin noch hier. Ich habe es beide abgetreten. Ah, guck mal hier, die... Alter! Okay, danke für den Tipp. Das hat sich echt gerade voll gelohnt hier. Das siehst du aber auch so blöd, finde ich, ne? Das Pilchen. Und zwei Lines Koks, oder was? Ja, klar. War gut. Seht ihr, das hätte ich jetzt verpasst. Hätte ich nicht auf die Tipps gehört. Voll Angst vor diesen Wächterrobotern. Wäsche. Zugriff verweigert. Ich kann sie nicht öffnen. Du musst die Zugangsdaten finden. Suche in der Umgebung nach toten Wärtern. Aber ich finde, es spielt sich halt deutlich schwerfälliger als so ein Dead Space noch. Das war viel, viel flotter. Roter Wärter, hier. Ah, hab einen! Schneid mit der Klinge das Implantat raus. Oh mein Gott, was? Geht leider nicht anders. Nur so kommst du durch die Tür. Ach, naja, wir haben schon Schlimmeres gemacht, oder? Ekelhaft. Hier drin tut man, was man tun muss. Der Ort hat die Macht, sich zu verändern. Sergeant Eric Jane. Ah ja. Ah, guck mal, oben gibt es auch noch gleich den Schlüssel und unten noch... Officer Jane erhielt verdienstvolle Anerkennung für ihren Dienst während des Absolution Arbeiteraufstands auf IO 2310. Markiert für Anwerbung für Sondereinsätze 2315 zum Spezialkommando der Haftanstalt Black Iron transferiert. Das... Laut Anweisung 1a wurde Zugang zum Schuhmedizinflügel zur kinetischen Zelltransfersystem Wartungsbucht vom BIP-Sicherheitsnetz genommen. Alle Anmeldedaten werden jetzt direkt auf die zivilen oder UJC-BIP ausgestellten Implantate geladen. Ich hatte keine Wahl. Die Häftlinge sind durchgebrochen. Ich musste die Tür versiegeln. Hört mich jemand? Ja, Officer Jack. Warden Cole? Wo sind Sie? In meinem Turm. Ich beobachte. Was? Warum? Was passiert hier? Das Ende einer langen Reise. Wie siehst, ja. Okay, wollen wir jetzt hier durch? Ah, weiter. Lokalisiere. Oh. Scheiße, was fällt auseinander? Im Medizinbereich. Wollte schon sagen, aber er klettert nicht drüber.
Oh. Das erlebt vielleicht noch. Oh! Alter, du Schwein! Da! Na, wie ist es so ohne halben Kopf? Gut, Schuss verbraten, aber es ist schon irgendwie ganz geil, mit Schießen zu kämpfen. Der sich totgestellt hat, die Sau, ne? Wartung. Vorrat. Oh, wer glaubt, dass es hier noch Lebendige gibt? Ist ja ganz was Seltenes. Oh oh. Oh! Du Pisser! Ey! Alter. Wie die auch immer zuerst treffen. Ah, oh, ist Genick gebrochen, aber wie schön. Ich mag's ja, wenn es so knackt. Ja, ich will halt immer so einen harten Treffer anbringen, ne? Aber irgendwie. Das Spiel will das nicht so gerne manchmal. Ah, komm. So sieht's aus, du Schwein. Ja, es gibt schon so Tricks, wie man auf jeden Fall reagieren kann, finde ich. Muss hier nur noch alle so ein bisschen raustarieren und dann geht das. Wer ist gar nicht so schwer? Ey, huch. Oh, so eine Knöchel sehen aber auch schon übel aus, ha? Bei dem Gekämpfe. Ah, oh, im Medizinbereich. Geh weiter zum Hintereingang. Da kontaktiere ich dich. Oh, geht aber mit Leuten richtig schnell, ha? Evan Hayes. Muss ich leider nochmal rumdrehen jetzt. Zusassung durch den Medizinischen Aufsichtsrat Europa 2305. Belobigung für medizinische Innovationen in der Onkologie 2315. Besetzt in die Haftanstalt Black Iron als Bedingung einer Entscheidung des Medizinischen Aufsichtsrats Europa mit Bezug auf zwei Fälle von Amtsvergehen und ethischen Verstößen 2316. Maler. Okay.
Ihr wisst ja, ne? Erst nochmal zurück, alles absuchen, das gehört sich so. Doch, doch, dass der erste Weg, den man gehen kann, gleich der richtige ist. Für Gefängnis ist es aber auch echt trübsinnig hier, ist alles so dunkel, ne? Also aber auch fies hier. Ja. Yeah. Noch einer. Officer Pruitt Matos. Officer Matos wurde 2312 direkt nach der Akademie von BPI rekrutiert. Während ihn erste Berichte zur Kündigung einstuften, ergab ein psychologisches Gutachten, dass er das Projekt und die damit verbundenen Bedingungen gut geeignet sei. Warden Norton zeigte besonders Interesse an ihm. Ich musste mich zurückziehen. Es waren zu viele. Sie haben meinen gesamten Squad gefangen genommen. Bitte, Sie müssen jemanden schicken. Ich weiß nicht, wie lange diese Tür noch halten wird. Holt ihn euch! Nein! Nein! Was? Waren noch Gangmitglieder? Die haben erstmal alles gekillt, oder was? Alter. Wie gesagt, eine Karte wäre super praktisch. Fände ich ja. Was? Das darf es doch wohl nicht geben, oder? Ich habe nur 6 Felder für mein Inventar und hier halt alles für Waffen oder wie? Ist ja frech. Was ist denn hier so ein Verkaufsautomat, bitte? Okay. Das war fies. Jetzt kommt gar nichts, hä? Nee. Okay, trotzdem geil. Boah, ich geier ja schon voll drauf, wie es mit den Upgrades weitergeht, ne? Alles haben. Okay. Ein Schacht. Ja, erstmal durch den Schacht hier. Alter. Ja.
Au! Ihr scheiß Pisser, ne? Nein! Hat ja keine Schuss mehr, verdammt! Oh, ihr seid solche Pisser, ne? Haben sie mir aufgelauert. Wo kann ich denn jetzt verkaufen, bitte? Ich will Sachen verkaufen. Das ist so Untat, dass ich hier nicht alles aufsammeln kann. Auch wieder von hier, oder was? Muss ich jetzt alles nochmal sammeln? Aber lass mich mal checken. Ist jetzt da hinten auch wieder alles da? So, jetzt bin ich wieder hier. Bist du noch draußen, du Schwein? Und ich kann dich ja wieder nicht nehmen. Na komm. Wow. Zu doof, wenn man keine Tür öffnen kann, ne? Stirb. Da mache ich noch den anderen Platz hier. Ich meinte, er konnte mich überraschen. Nö. Ist er weg.
Kommt der einfach gar nicht. Sau. Seht ihr die 3D-Drucker? Die könnten ruhig öfter da rumstehen, ne? Ist so ein bisschen vergebene Liebesmühe, wenn die nur an einer Stelle sind und man muss halt alles liegen lassen dafür. Da würde ich eher sogar eine Heilspritze liegen lassen, wenn ich mehr Geld haben kann. Ja, so gierig bin ich. Einfach nur Gier. Die ganze Schlotze hier, was macht die im Luftschacht, bitte? Hat jemand Bolognese gegessen, oder? Hier sieht's ja geil aus. Eieieiei. Da auch zum medizinischen Bereich. Boah, ich fühle mich so richtig schön unwohl, aber das ist auch so geil. So muss das. Jetzt mal wieder raus. Death is coming. Wow, was ist das denn hier? Schön. Ich würde die Hälfte nicht mitnehmen, ja. Energieumwandler. Doch scheiße. Duncan Cole. Hämmer Raum. Das wird mein letzter Log-Eintrag von hier aus sein. Die Renovierungsarbeiten am Turm sind fast abgeschlossen. Und das Programm? Reaktiviert. Dr. Mahler leitet es. Und was wollen Sie erreichen? Ergebnisse. Nach jahrzehntelangen falsch durchgeführten Forschungsarbeiten. Verstehen Sie das nicht? Evolution passiert nicht im Labor, sondern in der Welt. Aha. Also Duncan Cole ist übrigens der Warden, wird ab 1.11.2319 zum Warden von Black Hole ernannt. Ersetzt Warden Norton. Alle weiteren Dokumente nach Anweisung 1A versiegelt. Okay. Sturz. Was soll das denn heißen? Makelloser Energieumwandler. Noch was? Nee. Ich hätte gerne irgendwas, um mein Inventar zu vergrößern. Das wäre so... Das wäre einfach Gold. Hier. Nix. Natürlich. Platsch. Dort. Aber braucht Geld, Kinder. Aber braucht einfach Geld. So, haben wir die medizinische Abteilung? Da muss es doch was geben, oder? Hier kam der Penner noch rausgesprungen, ne? Scheiße!
Auf den Arsch. Na komm. So geht's doch. Gegen Einzel ist es gar nicht so schwer, ne? Immer nur die, wo es gegen 2, 3 schwierig wird, die Kämpfe. So, und hier war der medizinische Bereich und da geht's dann jetzt auch weiter. Ja, mach doch. Komm. Ich bin schon gespannt auf das Ganze, auf die Story und so weiter. Bei Dead Space fand ich das auch so geil, als man immer näher dran gekommen ist, was eigentlich die Leute dazu macht. Oh, bin im Medizinbereich. Oh, bin im Medizinbereich. Das ist sexuell erregend, im Medizinbereich zu sein. Dr. Evan Hayes. Große Kiste, Ob da wieder so Dreckvieh drin ist, wer weiß. Ah. Ja, dumm, ne? What the? Die Station. Ich raten. Wert. Wieder ein besonderer Dude. Ah. Oh, krieg ich jetzt mal... Ich habe eine Handschuhe von Captain Ferris gefunden. Geil. Das ist ein Grip. Die Dreckswaffen setzen ihn gerne gegen uns ein. Ja, ich erinnere mich. Aber es ist gut. Funktioniert bei allen möglichen Sachen. Probier's einfach mal aus. Mach ich. Ja, machen wir nächstes Mal, Leute, denn hier ist jetzt leider der Part vorbei. Danke fürs Liken und fürs Kommentieren. Wir sehen uns hoffentlich wieder zu The Callisto Protocol. Lasst mir Liebe da und bis dann. Tschüss.